Da gab es ein Trauma. Und dass das, also in meiner Familie war auch Alkohol. Und ich merke halt, dass ich irgendwie mit dem Abgrenzen, das hat mich eigentlich ein bisschen angesprochen mit diesen Spielräumen, ne? Also ich habe halt sehr viel Grenzüberschreitungen erlebt und ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wie das überhaupt geht. Also so gut für mich sorgen schon, aber jetzt, also ich bin sehr feinfühlig. Ich fühle auch sehr schnell immer einen anderen Mensch wie mich selbst, eher wie mich. Ja, Also ja. so. Das ist oft die Traumafolge, diese so eine Hochsensibilität, aber mehr für die Bedürfnisse und Gefühle der anderen als für sich selber. Und gibt es vielleicht eine belastete Beziehung in deiner Familie? Mit wem war die Beziehung besonders belastet? Mit der Mutter oder mit dem Vater? Also mit meiner Mutter, das war sehr belastet, weil ich einfach immer wieder zwischen Gewalt und nichts sagen dazwischen stand. Gab es Gewalt von der Mutter? Also es gab so mentale Gewalt von der Ja. Mutter. Sich Und abgewertet, fertig gemacht. ja, genau. Also ich habe auch sehr viel immer übergestülpt bekommen, wo ich gar keine Schuld gehabt habe, Okay. aber Dann ich. könnt ihr doch die Beziehung, deine Beziehung zu deiner Mutter anschauen. Dann klärt sich das sehr schnell, ob wie du lernst, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu schützen. Die Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren. Und dann bekommst du einfach mehr Klarheit. Und Dann beginnen wir doch mal mit den drei Klötzchen für Kerstin: Rot, Gelb und Grün. Das war diese, das heißt, wenn du hast diese viereckigen, hohen Klötzchen: Rot, Gelb und Grün. Das sind Würfel. Die brauchen wir also vielleicht auch noch später. Plätzchen, hat mal Jetzt ist es Plätzchen. doppelt so hoch. Rot, gelb. Erkläre ich dir gerade mal deine Klötzchen. Rot, das ist die Kerstin von heute, die diese Probleme hat. Gelb, das wäre dein wahres Selbst, eine Kerstin, die sich abgrenzen kann ohne Schuldgefühle, ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, wie eine Rose ihre Würde hat, dadurch, dass sie eine Rose ist. Du musst nichts leisten, ist auch egal, was die anderen von dir denken, du bist eine Rose und das reicht. Und so eine Kerstin gibt es. Und das wird symbolisiert durch dieses gelbe Klötzchen. Und grün ist die emotional kindliche, vitale Kerstin, ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse gerne äußern möchte, die auch geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und diese drei Elemente darfst du mal in Bezug setzen zu dem blauen Klötzchen, das repräsentiert deine Mutter. Aber wie du das aneinander zuordnest. Dann kann ich die Mutter nicht mehr sehen. Du müsstest, du hast 20 cm Spielraum auf diesem. Lass das so, lass dich nicht ändern, Ja, Gott. Lass es okay. so, sehe ich deinen Kopf nicht mehr. Nein, das war nicht gut. Du musst einfach die mehr zusammenrücken, damit ich die sehen kann. Aber so geht es einigermaßen. Die Mutter noch ein bisschen mehr zu dir. Lass es, lass im Gott, lass es so. okay, Jetzt legst du okay. meinen Finger auf die rote Kerstin von heute. Wie geht es der roten Kerstin von heute? In dieser Konstellation. Also ich mag immer wieder, wenn dieses Thema Mutter, also ich kriege da immer Stress auch. Also ich spüre das jetzt auch wieder. Also ich bin ja hier so rot und ich habe irgendwie, also ich habe auch Angst vor meiner Mutter. Ja, auch heute noch. Okay. Liebt deine Mutter noch? Ja. Und hast du noch diese Beziehung zu ihr? Siehst du sie regelmäßig? Nee, ich habe den Kontakt eigentlich ziemlich unterbrochen. Es gibt Mütter, die sind so verletzend und verwirrt, dass es gesund ist, zu ihnen ganz auf Kontakt, auf Distanz zu gehen, gar keinen Kontakt mehr zu haben. Es ist gesund. Ohne Schuldgefühl.
Jetzt ist es so, liegt man eine Grenze, Zollstock und ein Lineal als Symbol für eine Grenze zwischen dich und anderen. Dann hat auch eine sehr traumatisierte Mutter, hat natürlich auch einen gesunden Selbstanteil, ein wahres Selbst. Auch wenn sie mit dem nie oder nur ganz selten verbunden ist, steht nochmal ein schmales, ein gelbes Plätzchen auf für Mutter selbst. Nochmal gelbes Ein Plätzchen. gelbes Plätzchen für Mutter selbst. Aha. Das ist unsere Grundannahme, dass nicht nur die Klienten, sondern auch die Angehörigen, dass sie ein wahres Selbst haben. Weil es gehört zur Grundausstattung dazu. Und es kann aber sein, dass man gar nicht mit ihm verbunden ist. Das Potenzial ist, ist da. Ein dickes gelbes Plätzchen für Mutter selbst. So. Jetzt legst du nochmal einen Finger auf den roten Würfel von Kerstin. Auf das rote Klötzchen von Kerstin. Du fühlst es jetzt an. In deinem Raum, wenn es da eine Grenze gibt. Und wenn auf der anderen Seite die Mutter ist mit ihrem Selbst, hat sich da was geändert. Dann selbst deine rote Kerstin, die stellt sich jetzt automatisch neben ihr wahres Selbst. Hast du gerade gemacht. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich so an, wie wenn ich von dem beschützt werden möchte. Ja, natürlich, das ist ja deine Power, das ist deine Kraft und wenn du damit verbunden bist, dann geht es dir anders. Du bist viel zu vollständig. Er kann sich anders wehren, schützen. Jetzt testen wir mal, ob du überhaupt unterscheiden kannst zwischen deinem Raum und zwischen Mutters Raum. Manche Menschen können dich sehr gut in andere hineinversetzen. Kennst du das von dir, dass du Gedanken machst, du willst an Mutters Stelle gehen? Was würde ich an Mutters Stelle tun? Kennst du das? Ja, dass ich mich schnell in andere Reihen. Ja, dann stell mal die Kerstin von heute an den Platz der Mutter. Die Mutter muss dafür ein bisschen auf die Seite treten. Na, die. Die Rote stellt mal auf den Platz der Mutter. Die Mutter tritt ein bisschen auf die Seite. Das blaue Klötzchen von der Mutter tritt ein bisschen zur Seite, damit du wirklich auf ihrem Platz stehst. Dann leg mal einen Finger auf die rote Kerstin von heute. Du gehst dir, wenn du dich so in die Mutter hineinversetzt und dich auf ihren Platz stellst, und es vertraut war. Fremd. Fremd. Kennst du das, dass du manchmal dachtest, du könntest deiner Mutter gute Ratschläge geben, wie sie sich besser verhalten würde? Also ich bin als Kind, hat sie mich benutzt oft als Ratgeber, wenn es zwischen der Beziehung zwischen dem Ziehvater und ihr nicht gepasst hat. Also die hat mich dann praktisch ins Wohnzimmer gerufen und ich musste sie dann beraten und also ich Nein. war da total überfordert und dann. Natürlich, was soll ich machen? Dann stelle ich mal neben die Mutter, als wolltest du ihr sagen, also als wärst du ihr Berater, ihr Eheberater, und nicht dich oder der bessere Partner. Leg mal Finger darauf, ist das dir bekannt, der Platz? Ja, also Und mir ist das ja bekannt, dass ich, also heute im Erwachsenen merke ich sogar, dass ich auch immer gern wieder dieses, wie ich es da erlebt habe, dass wenn es irgendwo Beratung gibt, dass es mich dann da wie hinzieht, obwohl ich da gar nichts. ja, aber es gibt dir so das Gefühl, dass du benutzt wirst, dass du nützlich bist. Und wenn man kein gutes Selbstwertgefühl hat, dann ist es einem manchmal so wichtig, dass man nützlich ist, dass man das dann in Kauf nimmt. Aber es trennt dich halt von deinem eigenen wahren Selbst. Du bist dann nicht in deinem Raum. Du bist ja gar nicht zuständig. Du kannst letztlich gar nichts bewirken. Du kannst dich entscheiden, wo du eigentlich hingehörst. Ja. Wo Also gehörst du hin? ich gehöre hier zu Ja, mir. dazu gibt es einen klärenden Satz.
Und dann schauen wir, ob du sagst als Mutter, ich bin nicht dein Eheberater. Mutter, ich bin nicht dein Eheberater. Bin auch nicht der bessere Partner für dich. Ich bin auch nicht der beste Partner. Und ich krieg dann hinter noch, also ich habe dann auch als, ja, als Konsequenz, also ich war dann hinter auch der Buhmann, und weil sie dann mich praktisch angeschwärzt hat, und dann war ich hinter praktisch noch Ah die ja, Böse, dann hat die. sich noch als Sündenbock benutzt. Ja. Also sagen, ich bin auch nicht dein Sündenbock. Ich bin auch nicht dein Sündenbock und ich habe damit gar nichts zu tun. Also so. Kann man auch sagen, Gott, was zwischen dir und Papa ist, das ist mir viel zu kompliziert. Ja, was zwischen dir und Papa ist, ist mir viel zu kompliziert. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und vor allem mit 12 und so, da kenne ich mich überhaupt nicht Ja, aus. ich weiter sagen, ich achte euch beide als meine Eltern. Ich achte euch beide als meine Eltern. Und ich mute dir zu, dass ich auch meinen Papa achte. Und, ja, ich mute dir zu, dass ihr Dass jeder auch, ich meinen Papa achte. dass ich meinen Papa achte. Was immer auch zwischen euch beiden war. Was immer auch zwischen euch beiden war. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ja, das fühlt sich gut an, so. Also ich merke, das ist wie wenn mir da eine Last weggenommen Genau. wird, so. Hatten Sie manchmal Mitleid mit der Mutter? Das heißt, mussten Sie die Mutter stützen? Hat die Mutter eine schwere Kindheit gehabt mit ihrer eigenen Mutter? Ja. Dann stellen Sie mal die rote Kerstin hinter die Mutter und schauen Sie mal, wenn das vertraut ist, dass Sie der Mutter sagen, den Rücken stützen wollten, ihr das geben wollten, diese Unterstützung, die sie vielleicht als Kind von ihrer Mutter gebraucht hat. Ja, ich hätte Unterstützung gebraucht. Nee, jetzt habe Nein, es ich. geht jetzt um die Mutter, ob sie für die Mutter deren Mutter ersetzen wollten. Stellen Sie sich mal das rote Kerstin hinter die Mutter, ob ihnen das vertraut ist, dass sie ihrer Mutter diesen Rückenhalt geben wollen, diese Unterstützung, die Mutter vielleicht von ihrer Ja. eigenen Mutter gebraucht hätte oder von ihrem eigenen Partner. Ja. Also das ist mir vertraut und das ist mir bei der Mutter und bei der Oma vertraut. In beiden Fällen ist das natürlich viel zu viel. Das ist immer eine Überforderung. Das trennt sie wieder von ihrem wahren Selbst. Und das entsteht dann so ein Gefälle. Da können sie nicht Kind sein, sondern müssen ja stärker sein als ihre Mutter. Sie erleben die Mutter als schwach und bedürftig. Da steht so ein Gefälle zwischen ihnen, glaube ich. Und ist das, Sie können sich entscheiden, ob das Ihr Platz ist, ja oder nein. Nee, mein. Dann können Sie da aussteigen. Das ist nicht mein Platz. Dann steigen Sie da aus. Ich gehe wieder zurück. Ja, genau. Auch da gibt es einen kleinen Satz. Mama, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern gebraucht hättest. Mama, ich kann dir nicht das geben, was du von deinen Eltern gebraucht hättest. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater gewesen. Für dich. Für dich. Ich bin Und dein auch Kind. für, ich bin dein Kind, ja. Ist das, wenn Sie das sagen? Und das wollte ich dir sagen, Wie fühlt sich das an, wenn Sie das sagen? ja, das ist auch eine Erleichterung und das ist so, wo ich merke, das ist bei der Oma, da wollte ich am liebsten sagen, ich bin ja dein Enkel, deine Enkelin. Also die Oma Also, lassen wir mal aus dem Spiel. Wir bleiben bei einer Baustelle. ja. Dann wird es unübersichtlich und kompliziert. Okay. Eine Baustelle sauber bearbeiten und dann geht's weiter. Manchmal denkt ein Kind, die Mutter ist gar nicht ganz bei sich und versucht sie vielleicht der Mutter ganz subtil so dieses Selbst zu ersetzen. Dabei stellt man dann die eigenen Bedürfnisse ganz zurück. Man ist mit tausend Antennen bei der Mutter. Was braucht sie, damit sie wirklich glücklich ist? Das fühlt sich sehr selbstlos und sehr liebevoll an. Kennen Sie was von sich? Also ich kenne auch, dass ich
für sie immer so ein Bezugspunkt war, ja. Ja, ich kenne das. Also, dass sie immer von mir was wollt. Das ist immer die rote Kerstin zwischen die Mutter und deren wahres Selbst. Nein, ihr eigenes wahres Selbst bleibt auf der anderen Seite. Die rote Kerstin, die stellen sie neben sich, die Mutter und Mutter selbst dazwischen. Nee. Ja, doch, doch, zwischen die Mutter und deren wahres Selbst. Und dann spüren Sie mal nach, ob Sie das kennen, diesen Platz. Ja, ich mag auch, dass mir das total Druck macht und dass Ja. mich das gerade ein bisschen wie verwirrt hat. So. Das ist alles sehr verwirrend. Es ist so, da sind Sie nicht zuständig. Sie zahlen einen hohen Preis. Sie sind nicht mit Ihrem wahren Selbst verbunden. Sie können überhaupt nichts bewirken, weil Sie da nicht zuständig sind. Daher nennen wir das die absolute Loser-Position. Und Sie können sich entscheiden, ob Sie dahin gehören, ja oder nein. Gehen Sie wieder zurück. Dann können Sie zur Mutter sagen: Mama, du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Mama, du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Ob und wie du damit verbunden bist, das ist allein deine Verantwortung. Und wie du damit verbunden bist, ist allein deine Sache. Bin da überhaupt nicht zuständig. Ich bin da überhaupt nicht zuständig. Das ist für Sie, wenn Sie das sagen. Also ich fühle jetzt einen Schmerz, weil das eine Wahrheit widerspiegelt, dass ich in dem System, dass ich das so echt erlebt habe. Also dass ich nicht bestärkt worden bin, sondern eigentlich irgendwo immer der Loser da drin war, obwohl ich, also Das ich war habe vielleicht nichts. die einzige Form, wo Sie Verbindung mit der Mutter gespielt haben in diesen Rollen, in Ja. denen Sie aber nicht bei sich selber sein konnten. Ja, genau. Ich konnte eigentlich, also ich hatte in meinem Leben dann auch ein Burnout, weil ich eigentlich nie, glaube ich, so richtig wusste, wie das ist, wenn ich selbst Genau. es. Jetzt geht es aber weiter. Kann sein, dass Sie sich mehr nach der Mutter und deren Bedürfnisse orientieren, statt nach Ihren eigenen. Dann Ja. stellen Sie mal Ihr rotes Klötzchen zwischen das gelbe und das grüne Klötzchen dazwischen. Nein, 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 bei sich in Ihrem Raum zwischen gelb und grün. Ganz gut aufpassen. Ich merke, dass Sie leicht verwirrt sind. Können Sie mich denn gut hören? Ja, Da stellen Sie mal die Mutter zwischen die rote Kerstin und ihr wahres Selbst. So ein rotes und gelbes Klötzchen dazwischen. Die blaue Klötzchen von der Mutter stellen Sie zwischen die rote und die gelbe. Legen Sie mal einen Finger auf die rote Kerstin. Ob Ihnen das vertraut kommt, ist, dass die Mutter Ihnen näher steht als Ihr eigenes wahres Selbst. Ja, das ist mir auch vertraut und dieses Verwirrtsein oder manchmal, das kenne ich auch bei mir, dass das dann, Dieses also ganze ich. Muster ist verwirrend. Die ganzen Aspekte tragen dazu bei, dass Sie verwirrt sind. Darum ist es ein bisschen mühsam jetzt, aber wir versuchen ganz langsam das zu machen. Und natürlich gehört die Mutter da nicht hinein. Die gehört nicht in ihren Raum. Jetzt nehmen Sie zusätzlich noch Mutters Probleme. Dann nehmen wir mal einen blauen Würfel für Mutters Probleme. Einen blauen Würfel brauchen wir. Würfel. Ach, Würfel. Würfel. Den Würfel legen Sie zwischen sich und hier zwischen die Mutter. Legen Sie mal einen Finger auf die rote Kerstin von heute, ob Sie spüren, dass Sie sich, dass Sie das Gefühl haben, das ist Ihr Zuständigkeitsfall. Sie sind zuständig für Mutters Probleme. Also ich spüre jetzt, dass es mir total heiß wird und dass ich auch von der Konzentration, dass ich enorm viel Es ist viel mich zu jetzt viel. enorm Es ist viel zu viel. konzentriere. Es kommt noch was dazu. Es kommen noch Ihre eigenen Verletzungen durch die Mutter dazu, dass es ein roter wird. Und dann geht man auch noch zwischen die rote Kerstin und den blauen Würfel dazwischen. Legen Sie nochmal einen Finger auf die rote Kerstin, ob Sie das kennen.
dass in ihrem Raum einmal ihre eigene Verletzung durch die Mutter ist, dann wird das Problem auch die Mutter selber. Da merke ich jetzt wieder, dass ich eigentlich gar keine Luft kriege. Also, das ist in Vertrauen. Ja. Also, das war die emotionale Realität ihrer Kindheit. Was anderes haben sie gar nicht kennengelernt. In dieser Situation war es unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ich Und habe dann, auch einen, ja, ja. und dann funktionieren solche Anpassungsreflexe. Die passieren automatisch, die können sie gar nicht kontrollieren. Die betreffen einmal die grüne emotionale Kerstin, legen sie die mal vor ihren eigenen roten Würfel auf den Tisch. Den Tisch legen. Legen, legen. Dann packen Sie mal dieser grünen liegenden Kerstin den roten Würfel drauf auf die Kerstin. Auf den Grünen. Und ist das stimmig für Sie, dass die, Ihre eigene Verletzung, Ihre Lebendigkeit, Ihre Fröhlichkeit belastet haben? Ja. Und dann packen Sie nochmal Mutters Trauma da oben drauf, den blauen Würfel, Mutters Schicksal drauf. Und kann es sein, dass auch Mutters Themen Ihre Lebendigkeit belastet? Ja. Es kann sogar sein, dass Sie selber, um diesen Schmerz nicht dauernd zu spüren, Ihre eigenen Gefühle unterdrückt haben, verleugnet haben, um sich zu schützen, um andere zu schonen. Kennen Sie sowas von sich? Ja, Dann kenne ich stellen Sie mal auch, die ja. rote Kerstin von heute oben auf diesen Turm. Und das ist eine Kerstin. Ihr unterdrückt ihre eigenen Gefühle, ihre Bedürfnisse und geht damit auf eine höhere Ebene. Es kann sein eine mehr rationale Ebene. Es kann aber auch sein, dass es so eine spirituelle Ebene ist oder Größenfantasien, in die sie sich zurückziehen, Fantasiewelten, in die sie sich zurückziehen, um das überhaupt überleben zu können. Also ich bin zu den Tieren gegangen. Den Ich Tieren. ich Das ist bin eine ganz, Parallelwelt zu den Tieren. ja, da habe ich mich ausgesprochen und Ja. das war mein Lebenselixier, ja. Das ist sehr kreativ. Also diese Nähe und diese freundlichen Austausch, den Sie in der Familie nicht haben konnten, den haben Sie sich bei Tieren gesucht. Das erlebe ich ganz häufig. Ja, das wäre jetzt, aber wenn Sie dann die Verbindung mit Ihren eigenen Gefühlen gar nicht mehr haben, dann verlieren Sie ja Ihren eigenen Kompass. Um sich zu Ja, orientieren, ja. entwickeln manche dann Antennen und spüren, was ist bei den anderen, was sind die Bedürfnisse der anderen, was denken die anderen. Das kennen Sie vielleicht von so. Ja, und wo mein Tier gestorben war, hatte ich auch den Burnout. Also wo mein Pferd, mein Lebenselixier praktisch gestorben war, Ja. konnte ich nicht mehr, bin ich nicht mehr zurechtgekommen. Okay. Nein, wir bleiben aber jetzt bei diesem Thema. Ja. Dass Sie, das kennen Sie vielleicht, dass Sie. Und da, wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie sind wertvoll für die anderen, dann ist Ihnen das so wichtig, dass Sie da die ganze Energie, die ganze Fantasie hineingeben, obwohl das im Grunde gar nicht möglich ist. Und dadurch kommen Sie in diese Erschöpfung. Und Sie werten sich selber ab und fühlen sich selber als Versagen. Und das ist diese Strategie, die nennen wir die magisch-grandiose Strategie, andere retten zu wollen, für andere nützlich sein zu wollen. Und das kostet sehr viel Energie, führt zur Erschöpfung und zur Selbstabwertung. Jetzt haben wir sozusagen Ihr eigenes Überlebensmuster von damals entwickelt. Einmal die Selbstverleugnung und dann diese magisch-grandiosen Tendenzen mit dem brüchigen Selbstwert. Und wenn Sie sehen, dass dieses Programm heute noch wirksam ist, dann können Sie heute dieses Programm löschen. Also nehmen Sie mal die rote Kerstin aus dieser magisch-grandiosen Position herunter, stellen Sie mal neben Ihr wahres Selbst. Dann brauchen wir ein anderes Symbol für diese magisch-grandiose Kerstin, dieses überlange, schlanke rote Kerstin. Das hatten wir schon mal, das stellen Sie oben drauf. Überlange, schlankes rotes Kerstin. Es liegt vielleicht auf dem Tisch weiter hinten. Ein überlange, schlankes rotes Kerstin. Es liegt vielleicht auf dem Tisch, wir hatten es schon mal. Nein, das nicht. Nein, 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 nein. Das nicht. Runde.
gebrauchen. Auf dem Tisch muss ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen sein. Schauen Sie noch mal auf den Tisch. Ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen. Das hatten wir vorhin. Aber wenn Sie es nicht finden, ist es auch kein Problem. Dann stellen Sie mal das runde rote Klötzchen oben auf den Turm oben drauf. Auf den Turm. Das ist jetzt das Symbol für diese Magisch-Grandiose-Strategien, dieses Helfer-Syndrom, dieses Retter-Syndrom. Und das steht jetzt da oben. Dafür haben wir jetzt die rote Kerstin von heute befreit, aus dieser Identifikation mit diesem Muster. Es liegt aber immer noch die grüne emotionale Kerstin platt und diesen ganzen Themen. Jetzt können Sie auch diese emotionale, vitale Kerstin befreien, indem Sie da ein anderes Symbol nehmen für die Selbstverlogen, einen grünen Würfel. Einen grünen Würfel legen Sie neben die liegende vitale. Dann verschieben Sie vorsichtig den Turm auf diesen grünen Würfel. Den Turm, nur den Turm. Nein, nein, den Turm verschieben Sie auf den Würfel. Achso, den Turm. Und dadurch haben Sie selber die grüne liegende emotionale Kerstin befreit. Legen Sie meinen Finger auf die grüne emotionale Kerstin. Spürt ihr eine Veränderung, wenn Sie ihr diese Themen abnehmen? Ich spüre jetzt so, also ich spüre jetzt, dass sich was löst oder frei wird und Schön. ich spüre, ja. Ich spüre auch einen Schmerz. Ich spüre da irgendwie einen ganz tiefer Schmerz. Ja, Das, also was ich verloren habe, alles, das fühlt sich an, wie wenn ich so viel verloren habe. es kann sein, dass der Schmerz, den Sie bisher nicht so spüren wollten, dass der jetzt deutlicher wird und es ist nicht so leicht, das auszuhalten. Aber wenn Sie erkennen, dass es der Schmerz von damals ist, dann können Sie das zulassen, ohne sich damit zu identifizieren. Das ist wie so ein Selbstreinigungsprozess und es ist gut, wenn dieser alte Schmerz und vielleicht auch die Wut hochkommt, wenn Sie das einfach loslassen können. Sie können jetzt die grüne emotionale Kerstin aufklären. Sie können ihr sagen, das Schmerzliche, das Verwirrende von damals ist lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende ist lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Ja, beide haben es überlebt. Du warst ja gar nicht zuständig. Du warst da gar nicht zuständig. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich hier und heute. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich hier und heute, Um endlich mein Leben feiern zu können. damit ich mein Leben leben kann und frei wird von frei Und wird. spüren Sie mal nach, wie kommt es an bei der grünen emotionalen Kerstin, wenn Sie das hören? Ja, das ist so ein tiefer Wunsch. Das ist so was, was ich mir aus dem. Und ist sie denn bereit, dass sie sich abholen lässt aus dieser Verwirrung? Ja. Oder gibt es noch etwas, was sie festhält? Diese Unsicherheit, glaube ich, die hält mich immer. Kann es sein, dass ihre Mutter ein Kind verloren hat, ein Abgang, Fehlgeburt, Totgeburt? Da weiß ich nichts, Sind Sie aber schon mal der. dem Thema eigener Zwilling, verlorener Zwilling begegnet? Das ist mal, ich habe mal Familienstellen gemacht und da kam das mal auf. Ja. Aber ich Also habe. das ist relativ häufig, das betrifft 40% aller der ganzen Bevölkerung. Und das ist ein frühes Verlusttrauma. Die Wirkung ist, dass man immer so eine verschmelzende Beziehung sucht, um sich wieder vollständig zu fühlen, wie mit einem Zwilling. Kennen Sie sowas von sich? Das ist so eine Ja, verschmelzende Nähe zu also, einem anderen suchen. ja, kenne ich. Also kenne ich ja, Und dass dabei gleichzeitig immer diese Verlustangst, dass es wieder auseinandergeht. ich alleine bin, ja. Allein Und es sein könnte ist. sein, dass Sie tatsächlich jetzt Zwilling verloren haben. Nehmen Sie mal ein anderes grünes, schmales Klötzchen und legen das mal neben die liegende Kerstin. Dann legen Sie mal einen Finger auf die liegende Kerstin. Fühlt sich das an, wenn jetzt neben ihr dieser Zwilling liegt? Dann das andere Klötzchen war ja die Kerstin. Das ist jetzt der vermutete Zwilling.
Das andere grüne Glöckchen, das ist die kleine Kerstin. Wie fühlt sich das für die kleine Kerstin an, wenn neben ihr ein Wesen liegt, mit dem sie vielleicht sehr verbunden ist, obwohl schon lange gestorben? Ich fühle mich da komplett. Es fühlt sich an, wie wenn ich komplett wäre. Es ist wunderbar, dass sie das sagt. Das ist diese Verwirrung, als wären sie nur vollständig mit diesem verlorenen Zwilling. Und das ist für mich ein Beweis dafür, dass sie den Zwilling verloren haben. Nehmen Sie mal dieses schmale grüne Klötzchen an Ihr Herz und schauen Sie mal, ob Ihr Körpergedächtnis das gespeichert hat, dass es da mal eine Zeit gab, wo es so einen Zwilling gab, mit dem Sie so verbunden waren. Das ist meistens eine sehr glückliche, innige Verbindung. Kommt Ihnen das vertraut vor? Ich spüre Wärme jetzt. Wärme und irgendwie kommt da sowas. Zum Glück habe ich überlebt. Also ich hatte eine Nabelschnur um meinen Kopf und so, also um Das meine kam auch Lippen. noch dazu, das kam auch noch dazu, ja. Ja. Also vielleicht Also die wollten mich nicht eigentlich wollten da. Sie gar nicht ins Leben gehen. Und das Thema schauen wir uns gleich noch an. Aber jedenfalls, es gibt ja die Vorstellung, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können. Vorausgesetzt, die Lebenden lassen sie los. Wenn sie jetzt unbewusst diesen Zwilling festgehalten haben, kann es sein, dass sie seinen Frieden noch gar nicht finden konnte, weil er hautnah mit ihrem ganzen Leid verbunden ist. Und sie wiederum können gar nicht in ihr eigenes unbeschwertes Leben gehen, wenn sie verbunden sind mit diesem Zwilling, der so früh sterben musste. Es wäre eine Lose-Lose-Situation. Und Sie könnten daraus eine Win-Win-Situation machen, wenn Sie den Zwilling loslassen. Also mich berührt es jetzt total tief, Ja. weil ich habe auch irgendwie zu Tod, ich habe mich manchmal schon gewundert, weil ich habe zu Tod irgendwie eine Verbindung und ich Ja. habe mich immer gewundert, warum eigentlich. Also das ist die Erklärung. Das hängt mit dem Zwilling zusammen. Jetzt sind Sie bereit, den Zwilling loszulassen, damit er seinen Frieden finden kann. Ja. Dann stellen Sie dieses grüne Klötzchen mal auf den Tisch. Auf den Tisch stellen vor sich. Und dann können Sie zu diesem Zwilling sagen, ich achte es, dass du mich anfangs auf diese Welt begleitet hast. Ich achte dich, dass du mich am Anfang auf dieser Welt begleitet hast. So dass ich schon so früh so eine glückliche Zweierbeziehung erleben konnte. Dass ich schon so früh eine glückliche Zweierbeziehung erleben konnte. Jetzt sehe ich, dass du schon gegangen bist. Jetzt sehe ich, dass du schon gegangen bist. Und ich bin vollständig ohne dich. Und ich bin vollständig ohne dich. Du bist einzigartig und unersetzbar. Du bist einzigartig und unersetzbar. Und auch ich kann dich nicht ersetzen. Und ich kann dich auch nicht ersetzen. Ist das, wenn Sie das sagen zu Ihrem Zwilling? Das fühlt sich gut an. Und da ist sowas wie, warum nie drüber gesprochen wurde. Also Das aus. wusste keiner, das wusste ich. Das ist ein Thema, da weiß die Mutter nichts davon, die selber wissen auch nichts davon. Das gehört dazu, dass es völlig unbekannt ist, weil es so früh in der Schwangerschaft passiert. Es gibt manchmal eine kleine Zwischenblutung, aber die Mutter, die achtet da manchmal gar nicht drauf. Und deswegen kann das keiner wissen. Und umso stärker wirkt es dann auf die Betreffenden ein, weil das niemand das kennt. Und auch die meisten Therapeuten kennen das Thema überhaupt nicht und können einem dabei gar nicht helfen. Jetzt, Also mich berührt das irgendwie total ja. so. Und irgendwie auch, denke ich so, also mich wollte meine Mutter bewusstlos werden und jetzt ist sowas in mir, wo irgendwie denkt, boah, habe ich Glück gehabt, Glück dass gehabt ich oder? überlebt in der Schwangerschaft. Genau, Also genau. Und dann legen Sie meinen Finger auf diesen grünen Zwilling. Schauen Sie mal, wie wäre es für den, wenn er so gewürdigt wird durch Sie. ja, das war gut. Und manchmal denkt man ja auch, das kenne ich bei überlebenden Zwillingen, dass sie manchmal sich schuldig fühlen. So als hätten sie das verhindern müssen, dass der Zwilling stirbt. Als hätten sie es vielleicht unbewusst verursacht.
Oder als hätten sie besser mit dem Zwilling sterben müssen, damit sie auch durch den Tod nicht getrennt werden. Und da fällt mir wirklich was ein. Also in der Situation, wo ich Burnout, da hat meine Mutter zu mir gesagt, ich soll mich aufhängen, dann habe ich alle Probleme gelöst. Und irgendwie kommt das jetzt zu dem, irgendwie hat es da eine Verbindung. Hat denn die Mutter ein, hat die Mutter auch einen Sohn? Also ich habe einen Bruder. Aber ich habe, also ich sage immer, ich bin von einem anderen Vater. Also ich bin mit dem Ziehvater aufgewachsen. Und mit dem ich aufgewachsen bin, der hat oft gesagt, wir gehören gar nicht zusammen, wir sehen anders aus. Hat er einmal so gesagt, wo ich 12, 13 war. Ja. Und das hat mich dann auch verwirrt. Und dann hat er immer gesagt, wir gehören nicht zusammen. Und wo ich gesagt habe, warum, wie er darauf kommt, hat er geschwiegen auch. Und wussten Sie denn, dass sie von einem anderen Vater war? Nein, das wurde auch nicht gesagt. Das ist ja auch wieder sehr verletzend, dass Sie da im Unklaren gelassen worden sind, Ja. dass Ihnen das vorgetäuscht wurde, dass Sie da eigentlich belogen worden sind. Das kommt ja alles noch erschwerend dazu. Ja, jetzt ist die Frage, aber kennen Sie das, dass Sie so Schuldgefühle haben? Ja, das kenne ich. Also ich kenne das, dass ich, wenn, also ich kenne das, dass ich ganz schnell, egal wenn was nicht klappt oder also ganz schnell in der Schiene bin, Ja, dass ich gut. schuld bin. Okay. Und Dann ich lege ich habe auch jetzt meinen Finger auf den Zwilling. Ist es ein Bruder oder eine Schwester? Schwester. Dann legen Sie mal, was würde eine Zwillingsschwester sagen, wenn sie hört, dass ihre liebe Schwester sich mit solchen Gedanken quält? Sie wäre vielleicht schuld daran, dass die Zwillingsschwester gestorben ist. Ja, sie will das an für sich nicht, Sie will das gar aber nicht. nee. Sie könnte vielleicht sagen, wenn die ein bisschen deft, manchmal sind die Kinder ja so deftig, ja, und auch direkt sagen, Mädel, du spinnst aber ganz schön. Ja. Was bildest du dir denn da ein? Ja. Als wärst du schuld daran, dass ich nicht auf die Welt kommen konnte. Und sie waren ja damals ein Embryo, ungefähr 6 Millimeter groß. Ja. Und wir nennen diese Schuldgefühle, das ist ein Zeichen für einen embryonalen Größenwahn. Können Sie das verstehen? Ja. Ja. Das damals schon hatten Sie so Retterfantasien und wollten den kleinen Zwilling retten. Und Ja. ist das jetzt für Sie, wenn Sie hören, dass die Schwester davon gar nichts hält? Ja, das tut mir gut, weil diese Tendenz, also das ist eine Grundtendenz, glaube Ja. ich, mit der ich geboren worden bin, weil um Hängt mich herum damit war zusammen, kann immer damit zusammenhängen. Jetzt, Chaos. wenn Sie das jetzt so verstehen, meinen Sie, Sie können jetzt die Schwester loslassen und ihr noch einen guten Wunsch auf die Reise geben. Ja, Dann können Sie sagen, wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles gut. wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute. Das fühlt sich gut an, ja. Dann schauen Sie mal, wie kommt es denn bei der Schwester an, wenn sie das von Ihnen hört? Ja, die kann da gut gehen. Also das ist so rund Und ich irgendwie. könnte mir vorstellen, dass die Schwester auch für Sie noch einen Wunsch zum Abschied hätte. Was könnte denn die Schwester Ihnen wünschen? Das habe ich noch nie erlebt. Das berührt mich Ja. total. Die Schwester könnte sagen, lebe dein eigenes Leben. Ja. Und die könnte sagen, du bist vollständig auch ohne mich. Du musst auch nicht immer einen Ersatz für mich suchen. Das, was dich vollständig macht, das ist dein wahres Selbst. Ja, Und es das kann hat. sein, dass du es noch gar nicht richtig kennengelernt hast. Da wartet noch etwas ganz Schönes auf dich. Darauf kannst du dich freuen. Wie kommt es an bei Kerstin? Das tut mir total gut. Also das, obwohl mich das so total berührt, aber Ja. das tut mir total gut. Und dann können Sie doch symbolisch diese verlorene Zwillingsschwester entlassen und in Ihrem Raum irgendwo einen Platz stellen, den Sie mit dem Licht verbinden, vielleicht an ein Fenster, vielleicht im Nebenraum.
Jetzt habe ich es ans Licht gestellt. Ja, sehr schön. Wie Stuhl, ah ja. Und Dann. dann legen Sie jetzt nochmal den Finger auf die liegende emotionale Kerste und schauen Sie mal, ob sich für die was geändert hat, wenn Sie jetzt die Zwillingsschwester verabschiedet haben. Also es gibt mir irgendwie Kraft jetzt. Ja. Und Sie können sogar zu der kleinen Kerstin sagen, das Schmerzliche und Verwirrende ist vorbei. Ja, der Schmerzliche und Verwirrende ist vorbei. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst auch nicht zu den Verstorbenen. Du gehörst auch nicht zu den Verstorbenen. Du gehörst ins Leben. Du gehörst ins Leben. Ich brauche dich hier und heute, um endlich mein Leben mit dir feiern zu können. Ich brauche dich im hier und heute, um endlich mein Leben zu leben und feiern zu können. Kommt das an bei der kleinen Kerstin, wenn sie das hört? Ja, das ist so endlich. Also Ja. irgendwie kommt da sowas wie Ja. endlich mein Ja. Leben. Ich habe immer so gekämpft darum, dass Richtig, ich ja. mein Leben. Und jetzt sieht es so aus, dass die kleine Kerstin ja sehr alleine war mit ihrem Leid. Keiner hat es gesehen. Keiner hat es verstanden, es war ja auch für andere ganz unverständlich. Keiner konnte ihnen helfen, auch die Therapien konnten nur begrenzt helfen. Und dann wäre es, tut es der kleinen Kerstin vielleicht gut, wenn sie endlich gesehen wird in dieser Verwirrung und wenn Rot und Gelb liebevoll auf sie zukommen, sie aus dieser Verwirrung herausholen. Bringen Sie mal die kleine Kerstin in Sicherheit, weg von der Traumazone. Und die Mutter stellen Sie mal zu dem Turm. Und alles das, das ist jetzt das Traumakonglomerat. Ja. Wir haben jetzt die Teile von Ihnen, die Sie brauchen für heute, die haben wir in Traus entfernt. Der Rest, der ist überflüssig, der ist geradezu toxisch. Den können Sie symbolisch aus dem Sichtbereich herausschieben, nach hinten rechts unter dem PC. Das wahre Selbst der Mutter auch dazu. Da stellen Sie selber noch eine Sichtbinde davor, damit auch Sie diese Klötzchen gar nicht mehr sehen. Nein, 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 eine Sichtbinde, ein Paravent. Ja. Karton oder Papier. Ja. Das nimmt uns jetzt die ganze Sicht auf die, das passt jetzt zu groß. Haben Sie was Kleineres? Ja, ich habe was Kleineres auch. Dann nehmen Sie mal die rote Kerstin von heute und die lassen Sie jetzt mal spazieren gehen in dem Raum, der jetzt frei geworden ist. Und spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an? Grenze drüber auf die Seite, genau. Wie geht es jetzt der Kerstin, wenn dieser Raum ganz frei ist? Ja, ist sowas wie Freiheit. Ja. Und Also, halten Sie das überhaupt aus, so viel Freiheit? da ist tatsächlich so eine Angst, wo ich denke, das könnte mir wieder den Raum nehmen. In dem Fall ist es vielleicht zu viel Raum und da wissen Sie gar nicht mehr, was Sie zu tun haben. Ja. Ich glaube, ich kann noch gar nicht richtig damit was anfangen. Ja. Also ich habe so Ideen und so. Ich bin an für sich ein kreativer Mensch. Also das wird alles kommen, lassen Sie sich Zeit. Und jedenfalls, statt sich bisher an den Traumata zu orientieren, können Sie sich noch an dem Wahren, an Ihrem eigenen wahren Selbst orientieren. Das ist dieses gelbe Klötzchen. Und das stellen Sie mal dazu, gegenüber der roten. Nicht so dicht, noch nicht zu dicht zusammen. Nein, das geht noch nicht. Erstmal. Und das gehört jetzt Ihrer Grundausstattung dazu, aber wie Sie berichtet haben, wurde ja in Ihrer Familie die Würde der kleinen Kerstin gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt. Wenn die Mutter Ihnen sagt, häng dich doch gleich auf, dann ist es ja das Gegenteil von Achtung und Wertschätzung. Das ist ja Verachtung und Abwertung. Ja, Und ich habe, dann ja. nehmen Sie mal symbolisch die Brille dieser verwirrten Familie ab. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst, auf diese Kerstin, die ihr Würde in sich selber hat. Können Sie sehen, dass die Welt ist, geliebt zu werden, einfach weil sie da ist. Können Sie das sehen? Ja.
Dann könnte ich jetzt stellvertretend für Ihr wahres Selbst sagen: Hallo Kerstin, ich bin dein wahres Selbst. Hallo Kerstin, ich bin dein Nein, Wahres. Sie dürfen einfach nur zuhören. Sie hören einfach nur zu. Hallo Okay. Kerstin, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals dein Verlusttrauma mit dem Zwilling. Es kam danach noch massive Traumata mit diesen beiden Eltern. Das alles ist vorbei, es hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es an bei Kerstin? Also mich berührt es wieder total Ja. tief so, weil ich glaube, das berührt einfach nachdem ich mich so gesehen habe, Das ist Ihre schon als tiefe Kind Sehnsucht. auch. Es war immer schon Ihre tiefe Sehnsucht und Sie haben immer die Ahnung gehabt, dass es etwas gibt. Und heimlich waren Sie schon immer damit verbunden. Aber jetzt wird es real. Wir haben ja gesehen, dass Sie in Ihrer Aufstellung noch nicht verbunden waren mit diesem wahren Selbst. Und möglicherweise hängt es damit zusammen, dass Sie noch verklebt waren mit diesen alten Themen von damals. Wenn das für Sie stimmig ist, können Sie zu Ihrem wahren Selbst sagen, anscheinend war ich noch so verklebt mit diesen ganzen Themen, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Ja, anscheinend war ich so verklebt mit den ganzen Themen und auch dieses Vertrauen war so erschüttert. So mein Vertrauen zu mir selbst halt. Das drückt sich ja aus, dass Sie damit noch gar nicht verbunden sein konnten, dass Sie es gar nicht wahrnehmen konnten. Sondern einfach so verklebt in anderen Themen. Ist das für Sie stimmig? Ja. Was für Gefühl kommt dabei? Es ist sowas wie eine, also Sprachlosigkeit, aber in Ja. dem Sinn, was mir alles, also das, was ja alles ich selbst bin, so und Ja, das, ja. so wo ich jetzt denke, oh, jetzt kann ich, komme ich dahin, das mich selbst zu greifen oder Jetzt kann so. das endlich besser werden. Ja. Ja. Einerseits so ein Schmerz und ein Bedauern, dass es bisher nicht war. Aber jetzt, seitdem Sie es erkennen, kann sich da etwas bewegen. Jetzt, wir haben ja gesehen, dass Sie selber damals eine Strategie entwickeln mussten, sich selber klein zu stellen, machen, zu verleugnen, sich totzustellen. Um sich zu schützen, um andere zu schonen, und auch das können Sie Ihrem wahren Selbst mitteilen. Anscheinend musste ich dich damals verleugnen. Ja, anscheinend musste ich dich damals verleugnen, ja, zu Um meinem eigenen Schutz, mich zu schützen und andere zu schonen. um mich zu schützen und andere zu schonen, ja, Und um für andere nützlich sein zu können. um andere nützlich sein können, um für andere nützlich und dass ich überleben konnte auch. Ja. Und mit dir hat das gar nichts zu tun. Und mit dir hat das gar nichts zu tun. Ist das, wenn Sie das sagen, so stimmig? Ja. Was für ein Gefühl kommt da? Ja, ich fühle manchmal, ups, dass ich mir selbst gar nicht vertraue. Also ich kenne das Gefühl, wenn ich selbst eine Meinung habe, dass ich und weiß, so ist es richtig, dass dann auch eine Unsicherheit ist. Also dass ich von meinem Selbst manchmal irgendwie abweich und So ist es, genau. Das hängt damit zusammen. Und das war damals nötig, um zu überleben in dieser bösartigen Familie, der verletzenden, bösartigen Familie. ja. Jetzt, Sie verstehen ja all Ihre Probleme als Folge dieser damaligen Traumata, beziehungsweise als Folge der damaligen Anpassungsreflexe, Verleugnung, Selbstverleugnung, magisch-grandiose Strategie. Die meisten Betroffenen kennen diesen Zusammenhang nicht. Da könnte es sein, dass sie irrtümlich sich ihre Probleme selber die Schuld geben. Ja, ich habe dann das tatsächlich so gedacht und nicht, weil, also einmal, weil das irgendwie so in mir so schon so reingelegt wurde und Genau, dann, da haben andere Leute in dir eingeredet. ja, und meine Mutter hat das
Also wenn jetzt, ich hatte mal so eine Augenentzündung und kam dann halt heim und mit 12 und dann hat sie gesagt, das war für mich eigentlich ganz schlimm, weil ich bin da ganz allein, habe ich dann mich auf die Socken gemacht und Hilfe geholt. Und dann kam ich und dann hat sie ja gesagt, wie siehst du aus? Ja, bist selber schuld. Oder mein Führerschein nicht gleich geschafft beim ersten Mal die Theorie, dann hat sie gesagt, bist selber schuld. Also irgendwie. Die Mutter hat ihn das immer eingeredet. Und das ist allerdings für unser weiteres Vorhaben fatal. Die einzige Alternative gegen dieses traumabedingte Stressprogramm, das wir jetzt auflösen wollen, wäre ja ein Programm, was an ihrem wahren Selbst orientiert ist. Wenn Sie es aber selber, dieses wahre Selbst oder sich selber ablehnen und verurteilen für diese Probleme, dann geht es ja gar nicht. Da klappt die Falle zu, gibt es gar keine Lösung. Und da gibt es aber, es gibt aber dann doch noch eine Lösung, wenn Sie sich und Ihrem wahren Selbst gegenüber eingestehen. Möglicherweise habe ich irrtümlich dich oder mich für diese Probleme verurteilt. Möglicherweise habe ich dich und mich für diese Probleme verurteilt, ja. Interessanterweise habe ich das wichtigste Wort vergessen, irrtümlich. Irrtümlich. Irrtümlich, ja. Wie ist das für Sie? Also das tut total gut. Ich merke, dass diese Verwirrung, dass die Also, dass ich mich so konzentrieren muss, dass mich das nicht wieder verwirrt. Also, das kann sehr schmerzhaft sein. Aber wenn Sie diesen Schmerz zulassen, dann könnten Sie eine bessere Verbindung bekommen mit Ihrem wahren Selbst. Jetzt können Sie mal einen Finger legen auf Ihr wahres Selbst. Spüren Sie mal nach, ob Ihr wahres Selbst Ihnen böse ist dafür, dass Sie es verleugnet haben, dass Sie es sogar zu Unrecht beschuldigt Nee. Also das wünscht sich nur, dass dieses Selbstwert, haben. dass Genau. sich das Lernen Selbstwert, Genau. also Das ist immer wieder erstaunlich, dieses wahre Selbst ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo eine bedingungslose Liebe gibt für Kerstin, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt, diese Liebe gibt es gratis. Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Sie müssen auch gar nicht nützlich sein für. Kann ich das überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Kerstin? Also ich krieg da Luft jetzt. Ja. Und das war tatsächlich, also mir hat der letzte jemand gesagt, ein Mensch, ich darf die Dinge annehmen. Also und das ist ja eigentlich das Thema. Also ich darf auch glauben, dass für mich auch was, So ist für es. mein Selbst, was Gutes, also so. Sie sind es wert, etwas zu nehmen. Sie müssen nicht mehr verhungern am gedeckten Tisch. Ja, man muss nicht was leisten. Also Genau. ich, meine Existenz ist nicht abhängig von das war ein Mensch, der hat gesagt hat, er kämpft für mich oder setzt sich für mich ein und das war wie Also wie sagt man, wie Balsam für meine Ja. Seele, wo ich dann hinterher zu meinem Partner gesagt habe, ich habe dem das dann dreimal erzählt und habe gesagt, du stell dir vor, das gibt's in meinem Leben noch, dass ich sowas mal hören darf. Ja, genau. Also Jetzt geht es ja. darum, dass Sie diese Liebe, diese bedingungslose Liebe von Ihrem wahren Selbst spüren könnten. Die einzige Voraussetzung wäre, dass Sie nochmal symbolisch die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und stellen Sie sich gleichzeitig vor, dass Sie sich innerlich drei Atemzüge lang verneigen vor Ihrem eigenen wahren Selbst. Und spüren Sie in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie sich innerlich verneigen vor Ihrem eigenen wahren Selbst. Ja, das berührt mich wieder, weil ich so das fühle, dass ich mich einsetzen kann für mein wahres Selbst. Genau. Und dadurch bekommen Sie selber Ihre Würde wieder zurück.
Mein Bild dazu ist, dass sie bisher ihre Beachtung und Wertschätzung mehr zu anderen richten, zu deren Traumata. Und jetzt bekommt endlich der Teil von ihnen diese Beachtung und Wertschätzung, der es wirklich verdient, nämlich ihr eigenes wahres Selbst. Und damit rückt sich endlich etwas zurecht, was bisher verrückt war. Bisher verrückt. Und jetzt können Sie mal schauen, wie das ist, wenn Rot und Gelb eins werden. Nehmen Sie mal beide Körbchen nebeneinander, Haut an Haut. Legen mal einen Finger quer drüber, spüren Sie mal nach, ob Sie in Ihrem Körper spüren können, dass diese beiden Elemente jetzt eins werden können, die so lange Zeit getrennt waren. Das fühlt sich gut an. Und schauen Sie mal, ob diese beiden Elemente auch beginnen können, miteinander sich zu vermischen, zu verschmelzen. Können Sie da was spüren? Und achten Sie mal auf Ihren Körper, ob Sie da eine Veränderung spüren in Ihrem Körper, wenn diese beiden Elemente jetzt beginnen, miteinander zu verschmelzen. Ja, ich wurde ruhiger. Also ich Ruhiger. habe. Ja, das ist typisch. So was Unaufgeregtes. Ja. Und schauen Sie mal, ob Sie noch mehr spüren. Ja, und ich spüre das, was mir, also ich spüre auch, was mir so gefehlt hat, als heranwachsendes Kind oder ja, dann auch so, dass jemand so, also in dem Fall halt die Mutter, das habe ich mir, glaube ich, immer gewünscht, dass sie sich für mich einsetzt auch so und jetzt setze ich mich für mein Selbst ein. So ist es. Jedenfalls, das ist jetzt das Glück der Selbstverbindung. Es kann sein, dass es Ihnen noch nicht ganz unbekannt ist, dass Sie es vielleicht erlebt haben in der Natur oder mit Ihren Tieren. Ja, mit den Tieren. Und von daher konnten Sie auch überleben, wahrscheinlich, weil das, was Sie da Verbindung hatten, sozusagen diesen Parallelwelten, hatten die Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Damit es jetzt auch im Alltag gelingt, Sie lernen genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier Leute tun. Kerstin gehört in dem, was gar nicht dazu gehört. Das betrifft alle die Elemente der anderen Seite der Sichtblende. Nehmen Sie mal die Sichtblende weg. Dann müssen Sie die Klötzchen nochmal hochholen, die darunter gestürzt sind. Jetzt geht es darum, ob dieses Trauma von damals heute noch zu Ihrer Orientierung wichtig ist. Sie sind gerade dabei, das zu stoppen. Sie können das schon vorbeugend stoppen, bevor Sie überhaupt in Ihren Raum kommen. Das heißt, Sie müssen schneller sein, Sie müssen früher starten. Schauen Sie mal, wie sich das anfühlt, wenn Sie das hinkriegen. Ja, genau, das ist es. Und das ist genauso gut wie bei den Tigern, wenn die ihr Territorium frei machen. Und schauen Sie mal, wie es ist, wenn Sie mit Tigerschrei das Trauma stoppen. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Ja, das gibt Kraft. Natürlich. Das gibt. Und Sie werden ganz fröhlich. Ja. Ja, das befreit. Also das ist Ihre Kraft und diese Kraft brauchen Sie jeden Tag, um zu erkennen, was mit Ihrem Wesen unvereinbar ist. Wenn Sie es immer aus Ihrem Raum entfernen, dann sind Sie optimal Sie selber. Und wenn Sie so viele Traumata mit sich herumschleppen, dann kann es sein, dass da so viele Elemente in Ihrem Raum sind, die mit dem Wesen unvereinbar sind, dann ist diese Kraft gelähmt und blockiert. Dann richtet sich die Kraft eher gegen Sie. Sie bekommen Selbstabwertung, Schuldgefühle, Ängste oder kriegen Krankheiten oder ja. Und das kennen Sie gut. Ja, Und dann sobald Sie diese nicht Kraft gut. jetzt wieder einsetzen, für sich gerichtet, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind handlungsfähig. Und das kann Glückshormone auslösen. Probieren Sie nochmal, ob Sie die Glückshormone spüren können. Ja. Ja, Ja. das gibt irgendwie Energie, Ja, so. sicher, genau. Ja, nochmal.
Ja. Super. Das ist eben so, sobald die Grenzen klar sind und Sie wissen, dass Sie Ihre Kraft, Ihre Grenzen schützen können, dann können Sie auch die Kraft gezielt einsetzen, dann wird dieser Kanal für Ihre Kraft wieder geöffnet. Bisher war dieser Kanal blockiert. Jetzt legen Sie meinen Finger auf die grüne emotionale Kerstin. Die lag ja bis vorhin noch platt unter diesen ganzen Themen. Wenn die jetzt sieht, man kann dieses Trauma stoppen und da gibt es sogar Glückshormone, wie geht es denn der grünen emotionalen Kerstin? Ja, ich merke, dass das gut ist, ja. Und vor allem, dass die Angst dann aufhört. Also ich Genau. Heute können Sie sich wehren, Sie sind nicht mehr die kleine Hilflose von damals und auch nicht mehr auf diese Mutter angewiesen. Und es könnte sein, dass die grüne emotionale Kerstin auch gerne Glückshormone spüren möchte, endlich. Ja. Und darf Ja. sie auch mal probieren, ob sie das Trauma stoppen darf, kann. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Das ist eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung. Gleich noch Ja. dreimal hinterher. Ja. Ja. Und ist das anders, als wenn die rote stoppt? Haben Sie den Unterschied? Da habe ich mehr Kraft gebraucht mit dem Grünen. Da haben Sie mehr Kraft, oder? Ja, ich habe Richtig. mehr, das fühlt sich an, wie wenn ich mehr Mut und Kraft gebraucht hätte. Nein, Also, es fühlt sich immer noch ein bisschen verboten an. ja, so kann man sagen. Also Nee, aber ich so. darf Ihnen verraten, man wird erst dann erwachsen, wenn man bereit ist, auch was Verbotenes zu tun. Das können Sie mal der Grünen emotionalen sagen. Sie können ja auch sagen, wir brauchen das nicht mehr, du hast die Kraft und das Recht, das zu stoppen. Du hast die Kraft und das Recht, das zu stoppen. Dann lassen Sie die Grüne noch mal ran, wie es dir dann geht. Jetzt geht's besser. Jetzt geht's besser. Ja. Und mit Tigerschrei. Ja. Was ist das für Sie? Ja. So Das viel ist Kraft auf wirklich, einmal. ja, so, ja. Ja. Das Wohin mit ist der Kraft? Wohin mit der ganzen Kraft? Ja. ja, dass ich die jetzt spüre, so. Ja. Und schauen Sie mal, es ist ganz wichtig, dieses Trauma hat ja bewirkt, dass die rote, die grüne, die lebendige, vitale Vitalität unterdrückt hat, verleugnet hat. Jetzt, wo Sie sich beide von dem Trauma verabschieden können Sie doch die beiden sich wieder verbinden. Schauen Sie mal, was wäre, wenn es wäre, wenn Rot und Grün sich zusammentun und gemeinsam dieses Trauma stoppen. Jetzt spüre ich nur mehr Kraft. Noch mehr Kraft, ja. Ja, geht's überhaupt noch? Halten Sie es überhaupt aus? Und nochmal mit dem Ich glaube, mir Tigerschrei. ist das tatsächlich noch gar nicht so bewusst, so wie viel Kraft ich wirklich habe. Also für mich Ja. so. Ja. Und das ist doch schön, dass Sie das spüren. Und wenn Ja. Sie denken, Sie brauchen dieses Trauma nie wieder für Ihre Orientierung, können Sie es auch für immer entsorgen im kosmischen Westhof, indem Sie es ganz vom Tisch kriegen. Ach ja. Und wie geht's Ihnen dabei? Das gibt Raum. Das gibt Raum und Luft. Kerstin, Sie haben gerade eine wichtige Erfahrung gemacht. Dieses Trauma hat Sie ja bis heute blockiert. Und jetzt sehen Sie, dieses Trauma hat gar keine eigene Macht. Die ganze Macht, die dieses Trauma hatte, die haben Sie ihm selber gegeben im Rahmen Ihres Überlebensprogramms. Und daher können Sie ihm auch heute die Kraft nehmen, können den Stecker sozusagen ziehen. Dann merken Sie, das ist nur ein Papiertiger, den man vom Tisch fegen kann, ohne Verlust. Das muss ich mir merken. Und dadurch bekommen Sie wieder die Deutungshoheit in Ihrem eigenen Raum. Sie bestimmen, was zu Ihnen gehört und was nicht dazu gehört. Und das nennen wir Selbstermächtigung. Oder mit dem schönen neudeutschen Begriff Self-Empowerment.
Selbstautonomie. Selbstautonomie ist auch gut. Gehört auch dazu. Selbstbestimmung. Und das ist auch das Programm, mit dem wir jetzt das nächste Element untersuchen. Das ist dieser grüne Würfel. Holen Sie mal den grünen Würfel hervor. Also dieser grüne Würfel, das ist diese Strategie der Selbstverleugnung. Es wäre so, wir haben ja gesehen, dass die kleine Kerstin eine Mordskraft hat. Es kann sein, dass sie selber dieser kleinen Kerstin, diesem kleinen Tiger, einen Maulkorb verpasst haben. Dass sie der Fesseln verpasst haben, damit diese Familie nicht verletzt wird durch diese wilde kleine Kerstin. Und damals war es fürs Überleben wichtig. Frage ist, ob sie das in Zukunft noch brauchen. Nee. Dann können Sie doch sagen, ich achte es, dass du für ein Überleben damals wichtig warst. Ja, ich achte, dass du damals für mein Überleben wichtig warst. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Und jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken, Dann für kann dass ich, ich eben leben kann. dann kann ich mich von dir verabschieden für immer. Dann kann ich mich von dir verabschieden für immer. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ja, Dann versuchen Sie das fühlt sich auch gut an. Ja. erstmal mit Stopp, Rot und Grün stoppen ist mit Stopp. Jetzt muss ich den runterschießen. Erstmal nur stoppen, schauen wir, ob das stimmt, ob das passt. Es Mit geht. denen. Ja, mit den beiden. Ja. Gibt es da Probleme? Ist der Widerstand? Bisschen, ja. Eine Frage, das Gefühl ist vielleicht wieder verwirrt. Fragen Sie den Verstand, was sagt ihr dazu? Ja, da kommt sowas, wer hat dir jemand die Erlaubnis gegeben? Also, und dann sage ich, ich habe mir die Erlaubnis jetzt gegeben. Genau, Sie sind zuständig, Sie geben sich die Erlaubnis, sonst hat niemand was zu sagen. Das ist Autonomie, das ist Ihr eigenes Gesetz. Und dann können Sie es nochmal mit Tigerschrei stoppen. Na, direkt dran. Wie fühlt sich das an? Ich merke, das ist für mich eine Überwindung. Also es ist gut. Also, es gibt ja zwei Doktrinen, die diese Selbstverleugnung als Tugend preisen. Das ist die Kirchendoktrin. Haben Sie sowas erlebt? Ja, dieses Bravsein halt, ne? Also Eine Bravsein Tugend ist, gehorsam und selbstlos zu sein, die Verantwortung zu stellen. ja, am Tisch spricht man nicht. Wütend darf man eh nicht sein. Also dieses Bravsein irgendwie so. Und die Also Frage wenn ist, fragen man. Sie den Verstand, ob Sie das in Zukunft noch brauchen. Nee. Das war eigentlich furchtbar für mich, Dann weil können Sie es ich. für immer entsorgen. Ja. Ich entsorge dich jetzt. So, weil das, ich habe eh schon als Kind rebelliert. Das halt. So, und jetzt entsorge ich dich. Jetzt gebe ich mir die Erlaubnis und entsorge ich dich. Ja. Wie geht's denn jetzt? Das ist gut. Als nächstes untersuchen wir diese magisch-grandiose Strategie. Das ist das lange rote Klötzchen. Das kennen Sie vielleicht, das ist eine Kerstin. Also ein viereckiges, glaube ich. Rundes. Nee, halt, das ist ein rundes. Das Runde nehmen wir, das Runde nehmen wir. Da hätte ich ein langes noch, Das ist langes. noch besser, das nehmen wir da. Das nehmen wir da, statt dem Rund. Das habe ich vorhin gesucht. Die Runde können Sie entsorgen. Die rote Runde können Sie in den Korb, in den Sack tun. Das kennen Sie vielleicht von sich, eine Kerstin, die dazu neigt, sich leicht zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen Menschen. Ja. Und nicht nur das, sondern das muss dann auch noch perfekt gelöst werden. Ja. Wenn das dann nicht klappt, was ja Ja. gar nicht klappen kann, dann fühlen Sie sich schlecht. Und entweder versuchen Sie dann mit letzter Kraft es doch noch zu zwingen, dadurch kommen Sie umso schneller in die Erschöpfung, oder Sie werten sich selber ab und fühlen Sie als Versager. Ja.
kenne ich ja, diesen Mechanismus, ja. Dieser Programm ist verbunden mit Selbstüberforderung, mit Erschöpfung und mit Selbstabwertung. Frage ist, ob Sie das in Zukunft noch brauchen. Nee. Dann darf das gesund schrumpfen. Legen Sie es mal auf den Tisch, platt auf den Tisch. Und all die Aufgaben und Verpflichtungen, die andere in ihm immer so gerne aufbürden oder die sie selber an sich reißen, um für die anderen nützlich sein zu dürfen, die fallen jetzt von ihnen ab. Klack, 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 klack. Die ganze Energie und Fantasie, die Sie da hineingesteckt haben, die fließt jetzt zu Ihnen zurück. Die können Sie anderweitig verwenden. Zum Beispiel, um Ihr Leben zu feiern. Und dann verwandelt sich dieses magisch-grandiose Selbst immer mehr in leere, hohle Hülle, wie ein Kokon, der einmal für das Überleben eines Schmetterlings wichtig war. Aber nachdem das Schmetterling geschlüpft ist, müssen Sie sich daran nicht mehr festhalten. Sonst wird daraus ein Gefängnis oder eine Falle. Dann ist die Frage, brauchen Sie das in Zukunft noch für Ihre Orientierung? Kann ja sein, dass Sie auch in Ihrem Beruf Anerkennung bekommen haben dafür, dass Sie so hundertprozentig waren. Teilweise, teilweise. Aber es hat mich, also letztendlich hat es mich zum Burnout, Was haben Sie denn beruflich gemacht? also ich war Sekretärin. Also da gibt es auch Sekretärinnen, die wollen dann immer perfekt sein, wenn sie ein bisschen Anerkennung bekommen. Wenn man halt von zu Hause nicht viel Selbstwert bekommen hat, dann ist man so dankbar für dieses bisschen Anerkennung, dass man dafür bereit ist, alle Energie einzusetzen, alle Fantasie und Kreativität. Und am Ende des Tages sind sie dann platt, erschöpft und das bisschen Anerkennung, was sie bekommen haben, steht ihm gar kein Verhältnis. Ja, und ich habe auch so in der Reklamationsabteilung dann, also ich war dann eine Person in der Abteilung und das passt ja irgendwie auch, ne? So Reklamationsabteilung gucken, also Sind Sie so wieder kaufmännisch. überfordert, wir sind und die Leute, die laden den ganzen Frust bei Ihnen ab. Ja, genau, und ich war zwischen Vertrieb und wie sagt man, da, wo die hergestellt werden, also, Produktion. und das hat mich, genau, hat mich dann Und die Frage auch, ist, brauchen Sie diese magisch-grandiose Strategie heute noch für Ihre Orientierung? ne. Wir können sich verabschieden, auch da ist es wichtig, ich achte es, dass du einmal für mein Überleben wichtig warst. Ich achte, dass du für mein Überleben wichtig warst. Das ist meine berufliche Vergangenheit. Zu meiner beruflichen Vergangenheit. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, mich und meinen Tiger zu entdecken. Ich kann mich von dir verabschieden für immer. Jetzt kann ich dich loslassen für immer. Also, was ist, wenn die beiden jetzt das stoppen? Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich gut an. Tigerschrei. Und jetzt lassen Sie mal die grüne emotionale Kerstin dran. Für die ist es ja die perfekte Spaßbremse. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein. Die grüne emotionale Kaste möchte endlich mal Party machen. Können Alleine ja, jetzt. können Sie es vorstellen, können Sie sich nachvollziehen, dass die grüne sich davon befreien möchte? Die grüne ganz alleine. Traut sie sich nicht Ja. so. Da können Sie sagen, Schluss mit Spaßbremse. Tut die sich schwer? Ja, das fällt mir total schwer jetzt. Ja, also da können Sie nochmal Ihren Verstand befragen, was sagt der gesunde Menschenverstand? Der ist irgendwie wie verwirrt auf einmal. Aha. Dann können Sie doch mal der Grünen sagen, wir brauchen das nicht mehr, dass die Kraft das Recht hat zu stoppen. Wir brauchen das nicht mehr. Du hast die Kraft, das zu stoppen. Kommt es So. an bei grünen emotionalen Kerstin, kommt es da an? Dann darf sie es nochmal probieren. War doch gar nicht schlecht. Geht es Ihnen dabei? So, jetzt muss ich.
Ja. Also da gibt es wieder den Satz, man wird erst dann erwachsen, wenn man bereit ist, auch was Verbotenes zu tun. Das gilt auch für die grüne emotionale Kerze. Und möchtet ihr erwachsen sein, Ja. dann darf sie sich doch trauen. Ja. Soll sie noch ein paar Mal üben, dann merkt sie, dass es geht. Das ging schon besser. Von Mal zu Mal geht es besser. Ich merke halt, wie das war eigentlich total schlimm, immer diese Verbote Genau. Und oder vielleicht, jetzt ja. erleben Sie aber mal, Sie können das machen, ohne dass irgendetwas Gefährliches passiert. Das war ja damals, da waren Sie klein und abhängig, heute sind Sie erwachsen, da brauchen Sie das gar nicht. Ja, und auch das war ja immer, also der Alkoholismus und die ganze, das war so destruktiv. Da Also brauchen wir gar diese nicht wiederholen, brauchen wir gar nicht wiederholen. Einfach stoppen, stoppen. Stopp, ja. Dann dürfen Sie nochmal Rot und Grün sich verbünden, gemeinsam das stoppen, schauen Sie, wie sich das jetzt anfühlt, wenn Sie sich zusammentun. Ja, das fühlt sich gut an. Und wenn Sie denken, Sie brauchen das nie mehr wieder, können Sie auch das entsorgen im kosmischen Wildstoff. Die schieße ich jetzt runter. Ja. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Ist gut. Ja. Ja, weil ich jetzt so merke, meine Autorität, also Autorität, aber Autorität in dem Sinn von selbst halt sein. Also Selbstbestimmt. nicht Sie dürfen selbst bestimmen. selbstbestimmt, ja, so meine ich. Nicht Autoritäten anderen niederzumachen, sondern Ja. diese selbstbestimmt. Das ist das Schöne, dass es mit dieser Klötzchenmethode so rasch diese Veränderung möglich ist. Ja, das ist Und echt enorm, ja. jetzt schauen Das wir nochmal fühle zu. ich auch alles. Es Also ist schön, das dass fühle Sie, ich es ist schön, alles. dass Sie das so gut spüren. Das ist so schön. Obwohl Sie so schwer traumatisiert sind. Jetzt nehmen Sie nochmal die Mutter und deren Trauma. Die stehen nur noch auf dem Tisch, oder? Die Mutter und deren Trauma. So, ja. Warte mal, die Mutter war das und Blaue, das Blaue, ja. das sind Trauma. Und dann nehmen Sie mal Mutters Trauma auf Ihre Handfläche. Das sind ja wahrscheinlich mehrere Traumata und schauen Sie mal, ob Ihnen das vertraut ist. Sich damit beschäftigt haben, als wäre das Ihre Aufgabe. Ja. Manchmal wird einem Kind sogar vermittelt, es hätte was mit Liebe zu tun, sich darum verantwortlich zu fühlen. Darauf Rücksicht zu nehmen. Also systemisch gesehen hat es mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Systemisch gesehen ist es so, dass Sie da sehr viel Energie verlieren, weil Sie da gar nicht zuständig sind, weil Sie gar nichts bewirken können. Genau dieses Wegnehmen, das kam mir die letzten Tage, wurde mir auch so klar, dass, also sie hat Sachen, die ich geschenkt bekommen hat sie genommen. Das ist ja unverschämt, das ist ja übergriffig. Also, Das geht ja gar nicht. ja, Das ist ja und ich konnte mich kleptomanisch. nicht wehren. Also Ja. ich Und konnte mich damals nicht. war sie halt klein und abhängig, da konnte sie sich nicht wehren. Aber heute können wir das, da kommen wir gleich dazu. Jedenfalls können Sie sehen, dass Sie gar nicht zuständig sind für Mutters Probleme. Ja. Dann können Sie der Mutter diese Probleme mit Respekt zurückgeben. Da gibt es diesen klassischen Satz. Mama, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Mama, du hattest schon ein ganz schweres Schicksal. Was ist auf deine Art und Weise getragen? Du hast es auf deine Art und Weise getragen. Beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Oder beziehungsweise manchmal auch nicht und hat mich bestohlen. Genau, Das es tut mir war. jetzt auch irgendwie, dass ich das, Ja, was. okay, aber jetzt wollen wir nicht vertiefen. Nein, 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 wir bleiben bei der Spur. Es Ja. war deine Art zu überleben. Es war deine Art zum Überleben. Mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Ja, ich möchte mich da gar nicht einmischen, ja. Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konntest du groß werden. Nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konntest du groß werden Und mir mein Leben geben. und mir mein Leben geben.
Das achte ich jetzt, indem ich dein Schweres ganz bei dir lasse. achte ich jetzt, Indem ich indem dein Schweres ganz bei dir lasse. das achte ich jetzt, indem ich dein Schweres ganz bei dir lasse. Für immer. Für immer. Dann nächstes Mal zur Mutter. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an? Ja, das irgendwie, das entlastet mich jetzt. Also ich spüre so einen Schmerz, aber es entlastet mich auch. Also das ist so, in diesen traumatisierten Familien, da entsteht die Bindung oft dadurch, dass man das Leid des anderen übernimmt. Die freie Liebe, die wahre bedingungslose Liebe, die fließt oft nicht, weil die Herzen verschlossen sind. Dann entsteht die einzige Bindung durch das Übernehmen des Leides. Wenn man sich dann von dem Leid verabschiedet, dann fühlt sich das manchmal an wie verboten, wie Verrat an der Mutter. Das ist so, als hätte man dann keine Zugehörigkeit mehr zu dieser Familie. Und das macht das Problem, das macht das, die Situation noch schwieriger, die alten Themen, alten Traumata loszulassen. Ein Teil dieser Verwirrung. Ja, weil ich denke gerade, das ist ja ihr Leid, aber irgendwie spüre ich, also das, ja, ist ein bisschen paradox, dass ich irgendwie selber auch ein bisschen, Ja, das also sagte ich das, gerade. Wenn Sie das Leid übernehmen, dann haben Sie das Gefühl, das hat was mit Liebe zu tun. Dass Sie dadurch Ihre Liebe zur Mutter zeigen, dass Sie dieses Leid teilen. Ich habe es erlebt, dass eine Enkelin, deren Großmutter auf der Flucht Missbrauch erlebt hat, dass sie selber ein Missbrauchsthema hatte, um der Oma ähnlich zu sein, der Oma verbunden zu fühlen. das Nach dem kenne ich auch. Motto, Ja. Oma, jetzt bist du nicht mehr allein mit deinem Missbrauch. Schau, ich habe auch einen Traum. Das habe ich auch erlebt und ich glaube, meine Mutter ist auch missbraucht worden. Also das passt jetzt irgendwie auch wieder, ja. Ja, jetzt hat sogar diese schwer traumatisierte Mutter hat ein wahres Selbst und sie war ein gelbes Klötzchen für Mutters wahres Selbst. Das steht schon auf dem Tisch. Schon auf dem Tisch. Irgendwo steht ein gelbes Klötzchen. Das wäre eine gesunde Mutter. Die freut sich natürlich über so eine wunderbare Kerstin, so eine vitale, lebendige, fantasievolle, kreative Kerstin. Und die würde ihr gerne ihre bedingungslose Liebe schenken. Es kann sein, dass die Mutter aufgrund ihrer eigenen Traumata mit dem eigenen wahren Selbst gar nicht optimal verbunden war, dass sie diese Liebe von der Mutter gar nicht spüren konnte. Also nur ganz selten. Ja, also ich habe zu meiner Mutter auch überhaupt keine Beziehung, also da ich Ja, das ist gesund, das freut man gleich drüber. aha. Und das, was Sie von der Mutter erlebt haben, das war mehr diese Verletzung. Ja, das, was ich erlebt habe, war Können Sie jetzt sehen, dass die ganzen Verletzungen gar nicht von dem gesunden Selbst der Mutter kamen, sondern von dem falschen Selbst, von diesem Überlebensselbst, von diesem blauen Klötzchen? ja, das, Und ja. wen haben Sie denn damals abgelehnt wegen dieser Verletzung, die Mutter oder sich selber? Also ich habe meine Mutter schon sehr früh abgelehnt. Aber meistens fühlt man sich dann dafür schuldig. Und letztlich lehnt man sich dann selber ab. Und das ist meistens so, wenn ein Kind erlebt, dass die eigene Mutter es so behandelt, dann denkt es irgendwie, irgendwann, da muss an mir etwas falsch sein, wenn die eigene Mutter mich so behandelt. Genau, das habe ich mit, also das dachte. Das ist was in mir ist auch, dass ich selber denke manchmal, ich bin nicht richtig, ja. Genau. Also Und dieses. das ist diese massive Selbstabwertung, die begleitet sie bis heute, ist die tiefe Ursache für alle ihre Probleme. Und jetzt können sie die Ablehnung, die sie damals irrtümlich gegen sich gerichtet haben, endlich an die richtige Adresse geben, gegen dieses falsche Selbst der Mutter. Was halten Sie davon? Ja. Dann holen Sie mal dieses falsche Selbst der Mutter vor sich her, vor sich hin. Nein, das ist nicht das Trauma, sondern das blaue Klötzchen. Können Sie dem falschen Selbst der Mutter sagen, dein Verhalten damals hat mich verletzt und verwirrt bis heute? Ja, dein Verhalten hat mich irritiert, verunsichert, verletzt. Bis heute. Bis heute, ja. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich dafür abgelehnt.
Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich dich abgelehnt. Und nicht mich sagen. Ja, und nicht mich. Und nicht mich satt. Und auch nicht Mutters wahre Selbst. Und auch nicht Mutters wahre Selbst. Ist das für Sie? Ja. An diesem falschen Selbst der Mutter haben Sie Ihre eigenen Anpassungsreflexe organisiert, die Selbstverleugnung, die magisch-grandiosen Strategien. Davon haben Sie schon verabschiedet. Die Frage ist, brauchen Sie jetzt Mutters falsche Selbst heute noch für Ihre Orientierung? Nee. Da können Sie auch symbolisch dieses falsche Selbst stoppen mit Rot und Grün. Schauen Sie mal, wie sich das anfühlt, wenn Rot und Grün dieses blaue Plätzchen stoppen mit einem kräftigen Stopp. Bei mir kommt so was, wo ich sage, ich hätte mich so gern gewehrt gegen dich. Und jetzt dürfen Sie es. So. Jetzt dürfen Sie es ohne schlechtes Gewissen. Sehr Kraft, sehr Recht. Mit Tigerschrei. Es kann sein, dass Sie damals ganz viel Schmerz unterdrücken mussten, ganz viel Wut unterdrücken mussten. Kennen Sie das vielleicht, dass Sie so eine unterdrückte Wut begleitet, dass auch manchmal Ihre Wut explodiert gegen Unschuldige nach außen oder gegen sich selber als Hassattack? Kennen Sie das? Ja, also ich kenne von mir, dass ich dann in Rückzug gehe und die glaube gegen mich dann, Genau. also wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht wehren, also dieses Gefühl, dass ich kann mich nicht Und jetzt können Sie wehren. die ganze, das nennen wir die Wutbombe. Und diese Wutbombe können Sie jetzt entschärfen, indem Sie die ganze Ladung an die richtige Adresse geben gegen dieses falsche Selbstverbot. Dann schauen Sie mal, Sie dürfen bei jedem Stopp was sagen. Vielleicht können Sie sagen, was mich so verletzt. Du hast mich so verletzt. Lass mich verraten. Hast mich verraten. Lass mich belogen. Umhintergangen. Du hast mich angelogen. Lass mich bestohlen. Hast mich bestohlen. Du miese Sau. Du miese Sau. Ist es, wenn Sie das sagen? Ja, das tut richtig gut, Tut weil richtig das die gut. Wahrheit ist. Es war einfach so. Und Hat bisher mir durften weggenommen. Sie das nicht sagen und jetzt dürfen Sie es sagen. Können Sie auch sagen, du falsche Hexe? Ja, du falsche Hexe. Und Hast kann es mich sein, belogen, betrogen. kann es sein, dass Sie da so einen Hauch von schlechtem Gewissen spüren, wenn Sie das sagen? Ich merke, also jetzt mit den Klötzchen nicht, also Ich glaube es hier nicht. Also Sie nee. können nochmal zur Sicherheit links meinen Finger auf die gesunde Mutter. Da steht ja eine gesunde Mutter auf dem Tisch. Was würde denn eine gesunde Mutter sagen, wenn sie sieht, dass ihre Tochter heute noch sich so abquält mit den damaligen Verletzungen? Das fällt mir jetzt wieder total schwer. Da merke ich, da kriege ich total trockenen Mund. Also. Dann sage ich mal, was ich mir denken könnte. Eine gesunde Mutter könnte sagen, es tut mir so leid, was du damals erdulden musstest. Du warst völlig unschuldig. Wenn du dich jetzt wehrst gegen diese verwirrte Mutter, dann ist es nur gesund. Könntest du vielleicht sogar sagen, da stehe ich voll hinter dir. Wie kommt es an bei Ihnen, wenn Sie das hören? Ja, ich merke das. Sie waren Ich ja merke. damals. Ja, Sie waren damals extrem alleine. Natürlich hätte ich gewünscht, dass jemand Sie unterstützt. Jetzt können Sie spüren, wie das wäre, wenn eine gesunde Mutter Sie unterstützt. Ja. Ja, ich merke so, also ich merke, wie furchtbar und verrückt und krank das Ganze war, wo ich Kind war. So, das spüre ich jetzt. So wie das, also das ist jetzt ganz komisch. Dann Also nehmen das Sie mal, hätte ich mir gewünscht, so. damals, genau. Aber Ja. jetzt stellen Sie mal diese gesunde Mutter hinter die grüne emotionale Kerste. Die rote stellen wir mal ein bisschen auf die Seite. Dann können Sie mal spüren, wie wäre es denn gewesen, wenn damals eine gesunde Mutter
Die Kerstin unterstützte sie gegenüber dieser verwirrten Mutter. Ja, das war echt gut gewesen, ja. Nun können Sie mal schauen, wie das wäre, wenn Sie mit dieser gesunden Mutter im Rücken dieses falsche Selbst der Mutter stoppen. Ja. Da Eine habe ich gesunde auch Mutter. viel mehr Kraft. Ja, eine gesunde, und Sie haben kein schlechtes Gewissen. Nee. Eine gesunde Mutter kann auch sagen, lass ruhig mal die Sau raus, du kannst jetzt deine Meinung sagen. Können Sie sagen, du falsche Hexe. Falsche Hexe. Du Verräterin. Verräterin. Wenn es stimmt, Lügnerin. ich hasse dich. Hasse dich. Ich lehne dich ab. Ich will dich nie mehr sehen. Ich will dich niemals sehen. Und dann können Sie für immer im Sorgen im kosmischen Wald stoppen. Und ich entsorge dich jetzt, so. Geht's Ihnen dabei? Ja, das fühlt sich gut an. Und ich merke, mir wird es total warm, weil das hat mir so gefehlt. Ja, Also, natürlich. jetzt bin ich wieder, also ich komme auch immer wieder. Ich switch auch ein bisschen, also ich merke immer so, dass genau das hat mir gefehlt, dass ich Ja, nicht. genau. Und dann steht auf dem Tisch irgendwo noch ein blauer Würfel für Mutter schwer Schicksal. Brauchen Sie das noch für Ihre Orientierung? Nee. Gleich hinterher. Dann stellen Sie mal die gesunde Mutter sich gegenüber. Stellen Sie mal die gesunde Mutter sich gegenüber auf der anderen Seite. Es ist eine gesunde Mutter, die freut sich über so eine wunderbare Kerstin, umso mehr, wenn die jetzt zu ihrer eigenen Kraft kommt. Sie können sich vorstellen, dass so eine gesunde Mutter eine bedingungslose Liebe hätte für Kerstin. Es ist die Ja. Frage, ob die Kerstin überhaupt ihr Herz öffnen kann für eine bedingungslose Liebe. Und ob sie so schlimm verletzt worden sind, dass ihr Herz gar nicht mehr öffnen wollen. Ja, da wird es mir wieder schwer ums Herz. Es kann auch Also sein, dass er an und einfach sich zu. schon, also ich wünsche mir das, dass ich frei werde halt. Schauen wir mal, haben Sie zufällig einen Filter? Haben Sie ein Handtuch in der Nähe? Handtuch, ja. Also nicht Geschirrtuch, Handtuch dann. Handtuch. Ja. Und das nehmen Sie mal vor Ihr Herz. Das legen Sie mal vor Ihr Herz. Und das ist ein Filter, der lässt garantiert nur die reine bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter durch. Und dann können Sie vielleicht riskieren, dieses schmale gelbe Klötzchen für Mutters Wahl selbst außen die Außenseite zu legen. Und schauen Sie mal vor diesen Filter. Legen mal das Klötzchen vor den Filter, direkt an den Filter. Und schauen Sie mal, ob Sie vorsichtig Ihr Herz öffnen können. Die reine bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter, die jetzt da zu Ihnen fließen kann. Also ich spüre, dass mein Herzschlag mehr und aber auch so ein Ziehen am Herz. Also Aber vielleicht weiß nicht. ist es einfach zu schwierig. Dann, sie hat noch ein Pferd, was sie sehr geliebt hat. Ja. Dann legen Sie mal Handtuch und Mutter wieder weg. Und da gibt es so ein gelbes Brückenklötzchen, so ein Bogenklötzchen. Schauen Sie, ob Sie Ja. das haben. Gelbes Bogenklötzchen. Und ein überlanges gelbes Klötzchen. Schauen Sie mal, ob es ein überlanges gelbes Klötzchen. Okay. Papageno. Papageno. Wie Dann von nehmen Papageno. Pagina. Nehmen Papageno. Sie, dann nehmen Sie mal die Pagina an Ihr Herz. Und schauen Sie mal, ob Ihr Körpergedächtnis gespeichert hat, diese Liebe, die dieses Pferd zu Ihnen hatte.
Liebe, die Ja. sie für mich entbehrt hat. Und können Sie die Liebe dieses Pferdes spüren? Ja, das spüre ich, da wird es mir ganz warm. Ja. Und das ist der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr eigener gesunder Wesenskern, Ihr eigenes wahres Selbst. Und wir nehmen ja an, dass das zu Ihrer Grundausstattung dazugehört. Und wenn man Glück hat, dann wird es geweckt durch die bedingungslose Liebe einer eigenen Mutter. Wenn die Mutter so verwirrt war, dann muss man das anderweitig nachholen. Und jetzt spüren Sie es durch diese Pagena. Wenn Sie jetzt vorstellen, dass Sie eins werden mit diesem inneren Wesenskern, dann können Sie merken, dass Ihr Selbstwertgefühl sich ändert. Es wird immer unwichtiger, was Sie leisten. Es wird immer unwichtiger, was die anderen denken. Sie haben Ihre Würde in sich selber. Das ist wie so Seelenbalsam irgendwie. Wenn Sie diese innere Würde spüren, dann macht Sie das unabhängig von den anderen. Das gibt Ihnen diese Freiheit. Die habe ich bei meinem Pferd gespürt. Dürfen Sie jetzt spüren. Ja. Und Und dann ich. legen Sie mal das Pferd, stellen Sie mal wieder zurück. Das Handtuch können Sie auch woanders hin tun. Und dann gehen Sie mal mit der roten Kerstin von heute zu Ihrem. Nein, nein, das brauchen wir gar nicht mehr. Tun Sie mal weg. Das Handtuch können Sie wegtun. Ach so. Dann gehen Sie mit der roten Kerstin von heute zu Ihrem eigenen wahren Selbst und schauen Sie mal, wie sich das anfühlt. Sie wollen jetzt eins werden. Sie eins werden mit der Kerstin, die gerade erlebt hat durch Pagina, sie ist wert, geliebt zu werden, einfach weil sie da ist. Das macht mich total entspannt, also ruhig. So merke ich so, also da fühle ich mich sicher jetzt. Dann können Sie spüren, wie diese beiden Elemente verschwimmen, sich vermischen, verschmelzen. Und wie fühlt sich das an? Gut. Wenn Sie so mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind, können Sie einen Blick werfen auf die kleine grüne Kerstin, die in dieser Familie nicht das Gefühl hatte, dass sie okay ist. Dann dürfen Sie nochmal das Bild, die Brille dieser Familie ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diese kleine grüne Kerstin. Gibt es an der etwas auszusetzen? Nee. Können Sie nur sagen, du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Du bist gerade richtig genauso wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht zeigen konnte. Ja, schade, dass diese verwirrte, chaotische Familie dir das nicht zeigen konnte. Mit dir hatte das überhaupt nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Hast schon nicht verdient. Kommt es dann bei der kleinen, kleinen grünen Kerstin, wenn sie das hört? Ja, das tut gut und das ist auch das, ja, genau, das Könnte es sein? Genau. habe ich nicht verdient. Könnte es sein, dass die kleine Kerstin heimlich schon immer wusste, dass sie ganz okay ist und dass ihre Familie ein bisschen verrückt ist? Die Ahnung, ja, die Man könnte Ahnung, die ja. kleine Kerstin zu der Großen sagen, ich habe das damals schon geahnt, dass ich ganz okay bin, aber du konntest oder wolltest mir nicht glauben. Ich habe das damals schon geahnt, dass ich okay bin, aber du wolltest mir nicht trauen. Oder Nee. konntest mir nicht. Du konntest mir nicht trauen. Aber das ist vorbei. Umso mehr freue ich mich, dass du es jetzt endlich selber merkst, dass ich ganz okay bin. Aber das ist vorbei. Ich freue mich, dass du selber merkst, dass ich ganz okay bin. Es ist zwar ein bisschen spät, aber noch nicht zu spät. Es ist ein bisschen spät, aber noch nicht zu spät. Können wir Wenn doch du was dazulernen. doch noch zusammen unser Leben feiern. Dann können wir das Leben noch feiern. Kommt das an bei der großen Kerstin? Ja, bin ich ganz dabei. So. Ja. Nun war es ja schon so, wie die kleine Kerstin auf die Welt kam, dass die Eltern sich gar nicht freuen konnten über sie. Das war irgendwie mit dem ersten Mann, war die Mutter ja nicht so glücklich.
Und dann hat sie damals keine Begrüßung ohne Wenn und Aber bekommen. Wir wissen aber, dass so eine Begrüßung wichtig ist für ein gesundes Selbstwertgefühl. Darum geht es ja ganz zentral bei Ihnen. Und meinen Sie, Sie könnten der kleinen tapferen Kerstin das nachholen, diese Begrüßung ohne Wenn und Aber? Da können Sie doch sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass es dich gibt. Und schön, dass du genauso bist, wie du bist. Wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Da seid ihr so zäh und unberechenbar wie eine Tigerin. So zäh und unberechenbar wie eine Tigerin. So zart und sensibel wie ein Kätzchen. So zart und sensibel wie ein Kätzchen. Ja, das versuchen wir jetzt wieder. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Noch dazu eine ganz besondere. Und dazu eine ganz besondere. Kommt es an bei der kleinen Kerstin? Da kommt so eine Demut irgendwie, weil ich Ja. das hätte ich mir so gewünscht, ja, von meiner Mutter. Natürlich, jedes Kind wünscht sich das. Und in der Natur sehen wir, dass die Tiereltern ihre Kinder auf die Art und Weise begrüßen und sie da sind. Und bei den Menschen ist das seit Jahrtausenden einiges schiefgelaufen. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, dieses, dass sie so präsent Ja. da wäre und einfach so gesund präsent da wäre. Und das hat mich, das. Jetzt hat diese kleine Kerstin in dieser Familie einige Schmerzen und Verwirrung erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Ja, danke, dass du das alles überlebt hast und nie Danke, dass du dich geschrieben schon vor der Geburt mit dem Zwilling gestorben bist. Danke, dass du nicht mit dem Zwilling gestorben bist. Und danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in deinem Zorn nie jemand umgebracht hast. Und danke, dass du mit diesen verwirrten Menschen deinen Verstand nicht verloren hast. Und danke, dass du immer noch deinen Verstand behalten hast. Das war gar nicht so Trotz. selbstverständlich. Ja, also, das kann ich jetzt auch wieder, das ist die Wahrheit, ja, weil. Also, ich sage das jetzt, weil der Ziehvater, der war halt sehr aggressiv und der Wir hat müssen mir jetzt auch. nicht mehr in die Details gehen. Nicht mehr in die Ah, Details. okay. Nee, außen, okay. Die Zeit ist auch knapp. Schauen Sie mal, ob Sie sagen können, trotz allem Schmerz, trotz aller Verwirrung, Herr Weid, das nochmal hervorragend hinbekommen. Durch allen Schmerz und Leid hast du es doch hervorragend hinbekommen und nie aufgegeben. Wir sind weder im Gefängnis gelandet noch in der Psychiatrie. Ja, wir sind weder im Gefängnis gelandet noch dumme Sachen gemacht und in der Psychiatrie dann eingesperrt worden. Wie kommt es an bei der kleinen Kerstin? Ja, das stimmt auch, ja. Da können Sie sagen, wir beide sind ein super starkes Team. Wir beide sind ein super starkes Team und haben nie zu Alkohol und Drogen gegriffen, Ja. trotz allem. Also, das Jetzt stimmt. kann es sein, dass die bedürftige Seite von Kerstin auch heute manchmal zu kurz kommt. Weiß ich, haben Sie ein Kind? Ein Sohn, der ist jetzt schon, aber schon erwachsen. Aber kann es sein, dass Sie dem Sohn das ersparen wollten, was die kleine Kerstin erlebt hat? Sie dann den Sohn eher verwöhnt haben? Ja, aber ich habe es nicht hinbekommen. Also, Inwiefern? Inwiefern? ja, ich wollte ihn halt, also ich wollte ihm ein anderes Leben geben, was ich erlebt habe. Und ich war dann schwanger. Und der Partner hat sich dann bisschen abgewendet, wo ich schwanger war. Und
und hat mich dann hintergangen Ja. und meine Mutter haben mich verleugnet. Dann haben Sie im Und Grunde selber erlebt, was die Mutter erlebt hat. ja, genau, nach 3 Tagen im Krankenhaus hat man mir im Krankenhaus in Immenstadt hat man mir weggenommen, Samuel, und hat den dann, also da waren eine deutsche Frau und ein türkischer Mann, adoptiv. Leute haben sich halt einen Antrag gestellt auf adoptiv, so. Und ja, und dann haben sie ihn dorthin gebracht. Ach so, ist der gar Mit, nicht bei Ihnen aufgewachsen? nee, der ist mit 5 Tagen, haben sie mir gegen meinen Willen im Krankenhaus Ist ja unglaublich. Wie alt waren Sie da? jetzt ist schon 16, Wie alt 13. waren Sie? Wie alt waren Sie Jetzt da? war ich 36. Das ist ja gleich nochmal ein Trauma. Ja. Also das ist ja schrecklich. Aber trotzdem kann es sein, dass Sie eine Tendenz gehabt hätten, dem Sohn zu verwöhnen. Ja, auf jeden Fall. Und dann wäre dann gleichzeitig die kleine bedürftige Kerstin auf der Kellertreppe gesessen, bei Trockenbrot und was. Und das ist zu dem Sohn tut es erfahrungsgemäß nicht gut, wenn er verwöhnt wird. Und der kleinen Kerstin gegenüber ist natürlich total unfair. Jetzt hatten Sie damals einen Partner. Möglicherweise wollen Sie auch dem Partner das geben, was er als Kind gebraucht hätte. Kennen Sie das von sich, dass Sie ihn verwöhnt haben? Ja, also Dass Sie so verantwortlich gefühlt haben für ihn. ja, also das war schon so. Also ich habe was gefühlt für den Partner und ich habe irgendwie war auch der Familienwunsch im Mittelpunkt, also nicht Ja. nur bei mir, sondern auch bei dem Partner. Und ich habe dann das Haus auch gesehen und wo aber dann das so war, dass ich tatsächlich schwanger wurde, dann hat sich das Ganze ganz anders verändert. Also der Partner hat dann gesagt, er hat mich dann, also er hat gesagt, er nimmt mir das Kind weg. Sie Und sehen, dann, das ist jetzt zu viel, wir können das nicht noch klären. ja. Jedenfalls, es kann sein, dass Sie von dem Partner auch erwartet haben, dass der sich um die bedürftige Seite von Kerstin kümmert. Und das geht immer schief und da kann es sein, dass Sie bitter enttäuscht waren von ihm und sich innerlich auch ihm entzogen haben. Und das ist die Frage ist, ob das fair ist, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Kerstin. Der Partner ist ja, wenn überhaupt, interessiert an der Tigerin. Von Ja, wegen Tigerparty. aber ich konnte mich nicht, Ja. das war ja abgrenzen, also So war, dieses. genau so war das. Das müssen Sie mir nicht erklären, das weiß ich doch. Aber gegenüber der kleinen Kerstin ist natürlich doppelt unfair, denn erstmal hat sie da dreifach unfair. Erstmal hat sie die Eltern gehabt, die sie nicht wahrnehmen konnten. Selber konnten sie nicht wahrnehmen, dann haben sie einen Mann anvertraut, der selber traumatisiert war und überhaupt nicht zuständig war für sie. Was haben Sie da der kleinen Kerstin die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Ja, und dann haben mich meine Eltern dann hintergangen noch. Und das Ja, war dann, nein, das wollen wir gar nicht wissen, das ist zu viel, das ist ein neues Thema. ja. Aber die Frage, was haben Sie da der kleinen Kerstin alles zugemutet? Sieht ja aus, als hätte die kleine Kerstin bei Ihnen die totale Arschkarte getroffen. Wen bräuchte die kleine Kerstin ganz dringend? Ich habe die auch nicht schützen können irgendwie. Naja, was braucht die heute? Das ist ja vorbei. Wen Ach bräuchte so. die heute? Ja, ich glaube, dass ich gesehen werde Die in braucht den. die rote und die gelbe. Und darum haben wir heute die ganze Zeit gearbeitet an der Verbindung zwischen Rot und Gelb. Legen Sie mal einen Finger auf Rot und Gelb, schauen Sie, ob Sie diese innere Würde spüren können. Und dann schauen Sie nochmal auf die kleine Kerstin, können Sie sehen, dass deren Würde eigentlich in Ihrem Leben noch nie gesehen wurde und geachtet wurde. Dann können Sie heute zu der kleinen Kerstin sagen, damit ist ab heute für immer Schluss. Ja, damit ab heute für immer Schluss, ja. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig.
Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und du bist die absolute Nummer eins. Und Vor wir allen lassen uns anderen. nichts Vor allen vorschreiben. anderen. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Auch vor dem eigenen Kind. Und vor dem eigenen Kind. Ist das für Sie? Ja, Und dann weiß ich auch, wer ich bin. Also so das. ist es. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem Mann an meiner Seite. Und ich überlasse dir nie mehr wieder einen Mann an meiner Seite. Dann nehmen Sie mal die grüne emotionale Kerstin an Ihr Herz. Und spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn die kleine Kerstin jetzt endlich einen sicheren Platz findet. Da wird sie wahrgenommen, wie sie ist, mit ihren Sensibilitäten, mit ihrer Feinheit, ihren Bedürfnissen, wird geschützt und sie darf sogar ihren Spaß. Wie wäre das für die kleine Kerstin? Gut, das fühlt sich gut an, ja. Und wie ist denn, wie geht es der Großen? Der geht es dann auch gut. Ja? Ja. Und es ist auch kein Wunder, denn alle Probleme lösen sich, sobald es dem inneren Kind gut geht. Jetzt nehmen Sie mal alle drei Glöckchen an Ihr Herz. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente eins sind. Die. Alle drei an Ihr Herz. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das jetzt an, wenn alle drei eins werden. Ja, fühlt sich gut an. Und in dieser Verfassung können Sie mal zur Mutter schauen, da steht ja noch ein gelbes Plätzchen für die. Zwar selbst der Mutter, wie geht es Ihnen jetzt mit der Mutter, wenn Sie darüber schauen? Also jetzt kommt was, ich hasse dich. Ja, genau. Ich hasse dich von alles. Alles. Und dazu gibt es ja noch einen klassischen Satz: Mein Leben kommt durch dich. Mein Leben kommt durch dich Ich achte es als ein kostbares Geschenk. und ich achte es als ein kostbares Geschenk. Und ich achte dieses Geschenk, indem ich es schütze. Und ich achte dieses Geschenk, indem ich es schütze. Wenn nötig, schütze ich es auch vor dir. Jetzt kommt Wenn es. nötig, schütze ich es auch vor dir. Aber wenn nötig, schütze ich es auch vor dir. Weil jetzt habe ich so verstanden, wenn nötig, jetzt kann das, schütze ich dein. Dann denke ich halt, Moment Nein, mal. nein, nein, Wenn nein. nötig, schütze ich mein Leben auch Auch vor vor dir. dir. Ist das? Ja, genau, das ist genau der Pfad, wo es lang geht. Und dann können sich die drei Klötzchen nochmal symbolisch verneigen vor der Mutter. Und dann können sie sich verabschieden für immer. Also sie waren ja immer noch verbunden mit der Mutter durch diese ganzen Schicksale. Wir können sich verneigen, dann gehen Sie in die andere Richtung, nochmal über eine Grenze, jetzt hier und jetzt. Und alles schmerzliche und verwirrende Vergangenheit. Die Grenze brauchen wir noch. Das ganze schmerzliche und verwirrende Vergangenheit lassen Sie hinter sich und wie fühlt sich das an, wenn Sie so im Hier und Jetzt ankommen? Ja, auf jeden Fall besser. Ja, ich merke, da ist noch was zu tun, aber auf jeden Fall besser. Das lassen wir einfach mal so stehen. Mhm. Da beende ich dann mal die Aufzeichnung.